Gut, mein Name ist Sabine Schade. Ich komme aus dem Südwesten von Deutschland, arbeite seit 10 Jahren als Heilpraktikerin und jetzt seit einem Jahr auch als Coach. Eben genau, was wir auch schon mal besprochen hatten, aus dem Grund, dass viele Leute überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür für sich selber schaffen müssen, für ihre Gesundheit selber auch was zu tun. Ich habe seit neuestem einen Podcast, der heißt Körperwissen, Masterclass of Body Health. Da geht es genau um dieses Thema, dass die Leute lernen, etwas über ihren Körper, über Mitochondrien, über Zellen, über Stoffwechselprozesse und so weiter. Und immer wieder Tipps, was man eben auch machen kann, um sich auch selber entweder gesund zu halten, das wäre natürlich das Optimum, oder halt wieder in Heilung zurückzubringen, weil das kann der Patient immer nur selbst. Da muss ich dir zustimmen. Und was ich besonders gut finde, ist, wir haben mit den Laminein-Produkten, mit dem Produktpaket natürlich eine wunderbare Basis. Aber das ist natürlich nicht alles. Nein. Und alle denken immer, ich habe jetzt eins und das ist das Allheilmittel und das muss jetzt gleich und sofort und am besten ja, sofort helfen. Ja? Und wenn es nicht gleich hilft, dann bin ich erschrocken und dann frage ich, was habt ihr da für ein Produkt? Ja, genau. Und da finde ich gut, dass du da an der Stelle eben deutlich machst, dass dazu noch mehr gehört. Ja klar, ganz genau. Also der Mensch ist ein Produkt oder ein Zusammenschluss von Körper, Geist und Seele. Und auch genau das muss behandelt werden. Eine Krankheit ist grundsätzlich eigentlich ein Zeichen von der Seele, dass die Seele sagt, irgendwas läuft hier ganz verkehrt, ist gar nicht nach meinem Plan, hier ist irgendwas völlig durcheinander gelaufen. Und unsere Seele spricht mit uns schon, aber wir hören meistens nicht zu. Die Welt ist viel zu laut und wir hören leider viel zu selten wirklich hin. Also sagt die Seele, holt sich den Körper ins Boot und sagt, pass mal auf, ich habe jetzt alles gesagt, was ich weiß, jetzt bist du dran. Und es gibt mittlerweile ganz viele tolle Literatur auch. Also erster, der das mitgemacht hat, war ja Rüdiger Dahlke, gibt aber mit Sicherheit auch sehr viele andere gute jetzt, wo du wirklich so ein Buch als, ich sage es immer so ein bisschen wie so ein Dictionary, also Seele, Körper, Körper, Seele, ja, dass wir so ein bisschen so eine Übersetzung bekommen. Wenn mir das und das wehtut oder wenn ich das und das Symptom habe oder wenn ich die und die Erkrankung habe, dann liegt als seelischer Hintergrund das noch dabei. Und wenn ich das definitiv nicht mitarbeite, und da bin ich eben auch in diesem Coaching-Bereich, wenn ich da nicht hinschaue und da nicht mitarbeite, teilweise auch über spirituelle Geschichten, dann ist Heilung nie komplett. Und ich finde die Produkte von Lifefarm, Laminein ist super, Digestive, Immune, Omega, ganz wunderbare, tolle Mittel. Trotz alledem ist das auch wieder eine Verantwortung abgeben. Ich habe eine Verantwortung bei mir selber. Und die kann ich weder an irgendeine Chemotherapie abgeben als Krebspatient, noch als, dass ich das an irgendwelche Kapsel abgeben kann. Nichtsdestotrotz setze ich die Dinge aber unwahrscheinlich gerne ein, weil sie auf der Körperebene erst einmal auch eine Hilfe darstellen. Wenn ich dann merke, es wird ein bisschen besser, dann bin ich auch vielleicht manchmal auch stärker oder auch eher bereit, auch hinter die anderen Themen, also hinter diese psychisch-geistigen Sachen oder halt diese ganz seelischen Geschichten zu gucken. Und mein Bestreben ist es immer, meinen Patienten klarzumachen, dass es in ihrer Verantwortung liegt, was sie machen und dass sie nur sie sich da reingeritten haben und nur sie sich auch wieder da rausholen können. Ich sehe mich eher immer wie so ein bisschen wie so eine Hebamme, die immer gesagt so pressen, 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 jetzt hecheln, 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 aber das Kind müssen alle alleine kriegen. Und so ist es auch, wir können gute Tipps geben, ja, und es gibt viele gute Sachen überall auf dieser Welt, es gibt viele verschiedene traditionelle Medizinen in den Ländern. Und trotzdem, wir heilen nicht. Wir sind keine Heiler. Also selbst wenn das in meinem Begriff steckt, Heilpraktiker, ich praktiziere das ein bisschen, aber ich kann die Menschen nicht heilen. Jeder kann nur selber heilen. Und da setze ich halt immer an. Und das bedarf Zeit, auch Zeit für den Therapeuten. Und das ist was ich beim Vorredner, Schulmediziner, das, was sich da entwickelt hat in den letzten 30 Jahren, ist etwas, was so die Leute so abwatscht in so einer 3-Minuten-Medizin zum Teil. Und du kannst den Patienten, also ihr könnt den Patienten, wenn ihr so arbeitet, wie ihr bezahlt werdet, in Anführungsstrichen, könnt ihr den Patienten teilweise gar nicht so aufnehmen, wie er es braucht. Und deswegen kommen wahrscheinlich viele Menschen auch zum Heilpraktiker. Und wie du das eben gerade sagtest, denen ist dann auch klar, sie müssen es selber bezahlen. Du musst
ich gebe Energie für meinen Patienten, also muss der mir auch Energie zurückbringen. Und das ist in unserer Gesellschaft halt in Form von Geld. Manchmal backt man auch einen Kuchen, ist auch süß, aber auch nur von Kuchen alleine kann ich auch meine Miete nicht bezahlen. Ne? Also das ist, und das muss man den Menschen klar machen. Und ich glaube, das kommt so langsam in das Bewusstsein der Leute, von immer mehr Menschen, dass die Schulmedizin ganz wunderbar ist für akute Dinge. Blinddarmdurchbruch, keine Ahnung, Lungenentzündung, Fuß abgetrennt, nächste wieder an, alles toll, super. Möchte ich nicht drauf verzichten. Ich möchte auch auf kein Antibiotikum verzichten, wenn ich eine Sepsis irgendwo habe. Aber mit den ganzen chronischen Geschichten ist die Schulmedizin und das merken, Gott sei Dank auch ihr Mediziner. Und es gibt dann so tolle Leute wie dich, die dann da wirklich auch den Mut haben, das nach draußen zu bringen. Und davon dürfen es mehr werden, weil ihr habt einen anderen Stellenwert mit eurem Doktortitel und den habt ihr euch auch wirklich verdient und erarbeitet und den dürft ihr dann auch einsetzen, um das Ganze ja, für die Menschen einfach wieder lebenswerter alles zu machen und auch wieder in Gesundung zu kommen und auch wieder eine gesunde Gesellschaft zu bekommen. Es kränkelt ja an allen Ebenen, also es ist ja nicht nur das körperliche Desaster. Genau, wobei ich ja in einer günstigen Lage bin, da ich diese Spezialpraxis habe. Ich habe und nehme mir meine Zeit. Toll. Muss man dazu sagen, da ich schon in Rente bin, kann ich mir die Zeit nehmen und mache also eigentlich das, was du sagst, dieses Coaching immer noch mit dabei. Und das ist eine Geschichte, die wirklich sehr, sehr wichtig ist und ohne das geht es nicht. Wobei ich sagen, die Erfahrung gemacht habe, gerade mit den Laminein-Produkten, da ist eine Energie drin, die eben wie immer bei Energie eine Information zusätzlich enthält, die über das Maß der Biochemie hinausgeht. Und das ist das, was ich an den Laminein-Produkten so kolossal finde, dass diese Kombination zwischen der biochemischen Wirkung und der energetischen Wirkung, die natürlich dann eine größere Offenheit für alles das, was noch gemacht werden muss, für alles das, wo Verantwortung übernommen werden muss, eben diese Offenheit hat. Und deshalb stehe ich auch immer auf Laminein und Co. und aufs Co-Coaching. Ja, genau. Ja, ich sehe das ganz genauso. Also was mir aufgefallen ist, auch bei mir selber, also ich war schon jemand, der, also eigentlich habe ich alle meine Therapien, die ich mit Patienten mache, immer auch vorher an mir getestet. Ich habe das eben vernommen, du auch, ganz genau. Nur Blutegel nicht. Das war das Einzige, was ich nicht bei mir selber gemacht habe. Ansonsten habe ich das auch und ich bin ursprünglich Zellsymbiosis-Therapeut, also immer schon auf so einer Basic-Entgiftung, gute Baustoffe zufügen, Darmsanierung, Nahrungsunverträglichkeit und so weiter. Habe alles mit mir gemacht, habe mich total saniert, also auch ich, so ein Amalgamträger früher gewesen und so. Und trotz alledem hat Laminein bei mir noch so viel entgiftet und diese energetische Ebene nochmal so getriggert, dass, ich sage auch immer, also letzten Endes, es reinigt die Epiphyse, ja, damit öffnet uns unser drittes Auge, wir können noch viel empathischer sein und wir können wirklich sagen, ich sehe dich und zwar mit dem Herzen. Genau. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Geschenk, was Laminein uns gibt. Haben die Entwickler bestimmt nicht im Anfang drüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, ob es auch jedem so bewusst ist, aber das ist das, was ich auch an dem Mittel unwahrscheinlich liebe und warum ich es auch als Geschenk für uns sehe und möchte auch, dass das auch weiter in die Welt getragen wird. Also das finde ich was ganz Wichtiges. Genau, und deshalb haben wir beide uns entschlossen, gemeinsame Webinare zu machen und da wird demnächst also was noch zusätzlich erscheinen. Ich danke dir herzlich und auf gute Zusammenarbeit. Ja, gerne. Tschüss. Danke.